Mülltrennung ist ja für die meisten der Inbegriff von Umweltbewusstsein. Auf die Frage, was Sie persönlich für die Umwelt tun, antworten ungefähr 65%, also die meisten, mit Mülltrennen. Meine Kollegin Lena Ganschow hat mal einen kleinen Realitätscheck gemacht. So sieht es in vielen Tonnen in Deutschland aus. Unabhängig davon, was eigentlich reingehört, ist drin alles Mögliche zu finden. Die Frage ist, warum ist das so? Schauen wir mal. Wir machen den Test in der Fußgängerzone von Baden-Baden. Am Odysseum-Müllstand sollen Bürger zeigen, wie gut sie trennen können. Zur Auswahl stehen gelbe Tonne, Papier, Rest und Biomüll. Erstes Testobjekt. Aktenordner? Aktenordner, ja, der ist schwierig. Viele sind unsicher und machen es falsch. Richtig wäre Restmüll. Aber Vorsicht. So wie er ist? Nee, das Papier raus. In die blaue. Stimmt. Auch schwierig, Nylonstrümpfe. Ja. Einfach mal nehmen und mal da einwerfen, wo Sie sie normalerweise einwerfen würden. Leider falsch. Restmüll. Ganz sicher? Oder nicht Restmüll, doch, ja. Hier. Geschirr, Windeln, Verpackungen. Unser Abfall ist vielfältig, die korrekte Mülltrennung deshalb ein Problem. Die Folge? Chaos in der Tonne. Was glauben Sie, woran liegt das? Gleichgültigkeit. Keine Lust zum Trennen. Bequemlichkeit? Ja, weil vielleicht manche Leute einfach nicht die Geduld haben. Jetzt Müll einzeln, welche Tonne, wo kommt was rein? Und dann schmeißen sie einfach, wie es kommt. Seit 25 Jahren trennen die Deutschen Müll. Mit mäßigem Erfolg. Unser Test zeigt gut 50% Fehlerquote. Das liegt auch an einer gewissen Verunsicherung. Zum Beispiel jetzt diesen Rasierer, ja? Da ist eine Metallklinge dran und ein Plastikteil. Wo kommt jetzt das dazu? Man sortiert zu Hause und dann wird es zusammengeschüttet. Also von daher gibt es viele, die das gar nicht ernst nehmen. Was gehört wo rein? An der lebhaften Diskussion sehen wir, eine hohe Recyclingquote ist mit Mülltrennung zu Hause wohl nicht zu erreichen. Doch was könnte die Alternative sein? Was wäre denn euch das liebste Mülltrennsystem? Was wäre für euch das Einfachste? Dass alles in eine Mülltonne kommt. Das wird es vermutlich nicht geben, weil es viel zu viele Stoffe gibt. Also ich finde es schon eigentlich perfekt. Alles in allem. Es gibt so gute Maschinen, praktisch eine Tonne und es wird sortiert von den Maschinen.